Heizen mit Erdwärme und kontrollierte Wohnraumlüftung. Die Firma Tauschek Sanitär- und Heizungsinstallationen sorgte mit diesem Vortragsabend bei Häuselbauern und solchen, die es noch werden wollen, für Interesse. Ja, da haben wir die Umwelt schon, also von Grundvoraussetzungen, da haben wir über die Umwelt einmal, da haben wir da einmal Gedanken draus gibt eigentlich, da haben wir über das ein wenig nachdenkt eigentlich, ne? Ganz wichtig, die CO2, wie wir da gehört haben, das ist sehr gefährdet, das eigentliche. Ja, weil ich interessiert bin an einer Wärmepumpe. Über mich, die Heizung ist jetzt 32 Jahre alt und da hätten wir sowas vor. Ne? Wir haben so eine Energiemesse gesehen und haben schon lange über das spekuliert. Viel haben wir eigentlich eh schon gewusst gehabt und eigentlich interessant waren die ganzen Systeme, was es ein bisschen gibt. Und ja. Die Idee ist von unserer Firma gekommen. Ich habe dann geschaut, dass wir kompetente Leute auftreiben. Wir haben dann die Energie AG gewonnen, den Außendienst von der Firma Ochsner und den Außendienst von der Wohnraumlüftung, Plagit praktisch. Günstig bauen und die laufenden Betriebsausgaben niedrig halten sind wichtige Kriterien für einen Neubau. Für niedrige Heizkosten sorgt zum Beispiel eine Wärmepumpe. Naja, die Firma Tauschek ist bekannt, dass in dem Gebiet einer der besten Installateure ist. Und darum haben wir als namhafter Hersteller natürlich geschaut, diese Partnerfirma für uns zu gewinnen. Energiesparen wird in Zukunft aber nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei älteren Häusern eine wichtige Rolle spielen. Dafür soll ein Energieausweis sorgen. Sozusagen der Zulassungsschein für ein Haus, der Bescheid gibt, wie viel Wärme in diesem Objekt verbraucht wird. Dieser ist im Neubau erforderlich, damit man eine Förderung vom Land Oberösterreich bekommt. Und je niedriger dieser Verbrauchswert ist, umso höher fällt die Förderung aus. Man kann das vergleichen mit dem ECE-Verbrauch beim Auto auf 100 Kilometer. Das ist ein Wert, der ermittelt wird von einer neutralen Stelle und Aufschluss gibt, wie hoch wird mein Energieverbrauch sein. Das ist bisher beim Neubau schon Stand der Dinge. Und ab 1. Jänner 2007 ist dieser Ausweis auch beim Altbau erforderlich, wenn alte Häuser verkauft werden. Gesundheit für den Körper und die Geldbörse verspricht eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Denn mit dem alten System Fenster auf, Fenster zu, gehen 50% der Heizungsenergie verloren. Das 2Q-Lüftungssystem von Plagit, wie schon angeführt, das heißt, diese Luft, die man hier in den Raum einbringt, wird eben immer im Normalfall an der Außenwand in den Raum eingebracht und zu den Ablufträumen hingeführt. Und somit wird eben diese Quer- und Quelllüftung, quer also quer durch den Raum, und Quelllüftung bedeutet eben, dass diese Luft ohne Zug und ohne Störgeräusche in den Raum eingebracht werden. Das zeichnet eigentlich dieses System Plagit aus. Der nächste Winter und somit die nächste Heizkostenabrechnung kommt bestimmt. Mit der Firma Tauschek als Partner sind die Bauherren auf der richtigen Seite. Ja, wie der Name schon sagt, Sanitär und Heizung, also wir sind Komplettanbieter von der Heizung, Wohnraumlüftung, Sanitär, Bäder und ja, die Gesamtausstattung, also alles von einer Hand. Ja, warum bin ich heute da? Ich werde mit Tauschek, mit Roland Tauschek, mein Haus verwirklichen. Ich glaube, dass es eine ganz gute Entscheidung war, weil bis jetzt in der Planungsphase hat alles ganz gut hingehauen. Und der Bauherrentag heute da hat nur ein paar zusätzliche Informationen gebracht, guten Gesprächsstoff und es funktioniert alles recht fest.